Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mich gut hören bei dem Wind, der hier geht. Es ist äußerlich so stürmisch wie in mir. Und zwar, was ich wirklich abgrundtief hasse, wirklich, sind Jugendämter, die Unrecht gegen Kinder von Eltern mit Behinderung verüben. Ich verachte solche Behörden abgrundtief. Und warum erzähle ich euch das? Ich habe gestern mal wieder Kontakt gehabt mit einem Familienmitglied von einem Mädchen. Vor 3 Jahren habe ich über die ein Video gemacht, mehrere Videos gemacht. Moment kurz. Also, da habe ich mehrere Videos gemacht. Schaut es euch an, vor 3 Jahren. Der Fall Julia L. Und zwar geht's da, die war damals 2,5 Jahre alt und wurde von dem Jugendamt in meinem Ort, wo ich lebe, das ist die Zweigstelle in Ihingen und das ist der Alb-Donau-Kreis, also das Jugendamt, das Landratsamt Alb-Donau-Kreis, Zweigstelle Ehingen, hat die 2,5-jährige Julia damals bei den Eltern rausgenommen. Beide Eltern haben eine Behinderung, unterschiedliche Behinderungen zu unterschiedlichen Graden. Und das Kind wurde sogar noch von der Mutter gestillt. Das hat aber Jugendamt Alb-Donau-Kreis überhaupt niemanden interessiert. Und ich habe mehrere Videos darüber gemacht, habe die Akten einsehen können. Und es gab dann einen Beschluss am Amtsgericht Ulm, dass das Kind zurück zu den Eltern soll. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat sich da das Jugendamt Alb-Donau-Kreis viel Zeit damit gelassen. Und zwischenzeitlich wurde dann das Jugendamt Biberach an der Riß zuständig, weil die Eltern dann in deren Zuständigkeitsbereich umgezogen sind. Und ich glaube, so ein Dreiviertel bis ein Jahr nach dem Beschluss war das Kind dann schlussendlich komplett bei den Eltern. Und die Gründe, warum das Kind bei den Eltern rausgenommen wurde, waren völlig fadenscheinig. Soweit ich mich erinnere, hat man sich da ganz ausschließlich auf Behauptungen von einer, weiß ich was es war, sozialpädagogische Familienhilfe oder so, ja. Irgendeine Frau, die bei den Eltern in der Wohnung die unterstützt hat, aufgeräumt hat, geputzt hat, Essen gemacht hat, keine Ahnung, ja. Die hat, muss man so sagen, Quatsch behauptet gegenüber dem Jugendamt. Und dann wurde das Kind, ich glaube, es war mit Polizei. Da war ja die Polizei in Munderkingen beteiligt, genau, ich erinnere mich. Und zwar auch jemand, der bei der Polizei in Munderkingen auch in meinem Fall verwickelt ist. Die haben da das Jugendamt unterstützt, das Kind an einem Freitag, wie es typisch ist, bei den Eltern rauszunehmen, ohne dass die Eltern das vorher wussten. Noch kurze Ergänzung, warum ist es typisch an einem Freitag? Kinder werden meistens an einem Freitag bei Eltern rausgeholt, weil dann übers Wochenende die Eltern nichts machen können und das Kind dann in der Zwischenzeit irgendwo weiter weg in ein Heim gebracht wird und so weiter. Aber das ist nur am Rande. Und ja gut, gestern, als dann der Kontakt wieder zustande kam, habe ich halt mitbekommen, wie es diesem nun 3 Jahre älteren Mädchen geht. Und es hat seine Spuren hinterlassen und da ist wieder alles in mir hochgekocht. Und wirklich, ich verachte das Jugendamt Alb-Donau-Kreis. Und insbesondere die Leute in Ehingen, die für so ein unmenschliche Vorgehensweisen zuständig sind. Und ich verachte auch den Landrat Heiner Schäffelt im Alb-Donau-Kreis. Der hat eine Dienstaufsichtsbeschwerde damals erhalten, hat da zumindest sichtbar nichts gemacht.
Und jetzt ist natürlich die Frage, ist in den 3 Jahren seitdem irgendwas passiert? Ja, mich haben jetzt keine Eltern mehr kontaktiert, die eine Behinderung haben, wo das Kind weggenommen wurde. Ja. Ich weiß nicht, ob diese Behindertenfeindlichkeit aufgehoben wurde. Keine Ahnung. Ja. Und für mich ist es ganz klar eine Behindertenfeindlichkeit. Das ist meine Überzeugung, meine feste Überzeugung. Wenn das Gericht sagt, das Kind muss zurück und ich lasse mir länger als 2 Wochen Zeit, dann zeige ich doch, dass ich was hab gegen diese Eltern. Ja, oder ich bin völlig inkompetentes Jugendamt und kriege das nicht mal auf die Reihe. Was aber das Gleiche ist im Endeffekt. Weil die Eltern mit Behinderung benachteiligt werden, in ihre Rechte nicht respektiert werden. Deshalb ist es eine Behindertenfeindlichkeit, die da das Jugendamt Alt-Donau-Kreis, Ehingen und auch der Landrat Heiner Schäffold zu verantworten hat. Also, ich verachte solche Menschen zutiefst. Unglaublich. Wie kann man denjenigen, die zu den Schwächsten unter den Erwachsenen gehören, nämlich Menschen mit Behinderung, auch noch dann die noch Schwächeren, ja, nämlich das Kind von solchen Eltern, sowas antun? Das ist einfach ekelhaft. Völlig menschenunwürdig. Also, um den Gedanken nochmal aufzugreifen, ich weiß nicht, ob sich's verbessert hat in den letzten 3 Jahren. Es gibt einen neuen Jugendamtsleiter dort. Die Frau Blessing hieß sie, glaube ich, die vorher zuständig war, ist nicht mehr dort. Ich habe keine Ahnung, wieso. Ist auf jeden Fall besser so für die Kinder im Alt-Donau-Kreis. Der Herr Robert Egle, der jetzt der Jugendamtsleiter ist, ist nach dem, was ich sehe, kein Deut besser, genauso demokratiefeindlich. Ich weiß aber nicht, ob er genauso behindertenfeindlich ist. Also deshalb mein Aufruf hier an alle im Alt-Donau-Kreis, wenn ihr Eltern mit Behinderung kennt. Jetzt geht es hier ein bisschen bergauf. Bin ja nicht mehr der Jüngste. Wenn ihr Eltern mit Behinderung kennt, im Alt-Donau-Kreis, wenn das Jugendamt das Kind weggenommen hat, in den letzten 3 Jahren, meldet euch bitte bei Freifarm. Geht auf die Website freifarm.de. Gibt's ein Kontaktformular. Oben in der Navigation auf Kontakt klicken. Und lasst uns wissen, ob es da irgendwas gibt. Okay. Und ich verachte Sie, Herr Schäffold. Wenn Sie zuschauen, ich verachte Sie zutiefst für sowas. Ich hoffe nur, Sie haben jetzt in den letzten 3 Jahren alles gemacht, damit sowas nicht mehr geschieht. Falls nicht, kriegen wir es raus bei Freifarm. Danke, liebe Freifarm-Zuschauer. Das war's von mir. Tschüss.